Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Video. Heute mal keine Chartanalyse, auch keine Börsenvorstellung. Wir als, ich sage jetzt einfach mal Team mit Trading on Air, sag das nochmal Hallo in die Runde. Servus. Ihr kennt sie ja bereits, wir hatten letzte Woche schon unseren Krypto-Talk, hatten auch zusammen eine Chartanalyse. Jetzt haben wir uns mal was anderes vorgenommen und zwar wollen wir zukünftig, solange es halt irgendwelche solche Projekte gibt, einfach mal Krypto-Projekte für euch testen. Und da es momentan, sag ich mal, im Hype ist oder sag ich mal noch ein bisschen underrated, Steppen haben wir uns da rausgesucht, haben das für euch getestet, die ganze Woche jetzt lang, werden euch auch zukünftig ein bisschen Update-Videos da immer, einmal wöchentlich ist glaube ich geplant, dass wir jetzt einfach immer mal ein Update raushauen. Was haben wir damit verdient? Wie kommen wir damit klar? Auf was solltet ihr achten? Wie könnt ihr vielleicht sogar cheaten? Werden wir euch alles in den nächsten zwei Videos zeigen. Also ein Video kommt bei mir kurz darauf oder gleichzeitig hauen wir dann den zweiten Teil noch bei den Jungs von Trading on Air mit raus, damit ihr einfach im Anschluss direkt weiter gucken könnt. Und genau, wir hauen auf jeden Fall auch noch für jeden Kommentar. Also ihr müsst bei mir einen Kommentar ranlassen und bei den Jungs drüben auch einen Kommentar unter dem Video dalassen. Dann hauen wir noch zwei Codes raus, also unter jedem Video einen Code für Steppen, wo ihr euch dann einen eigenen Schuh kaufen könnt. Kommen wir dann gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Ansonsten habt ihr noch was zu sagen oder starten wir sofort durch? Genau, ja, wichtig ist eigentlich noch, dass ihr halt einfach beide Kanäle abonniert habt und beiden Videos einen Daumen nach oben gebt und dann Hashtag Steppen in die Kommentare und dann werden da zwei Aktivierungscodes jeweils verlost oder einer jeweils. Mehr müsst ihr nicht dafür machen. Also lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar unten rein, einfach auch um den Algo zu pushen und wenn ihr auf jeden Fall so einen Schuh haben wollt, beziehungsweise so einen Aktivierungscode. Ich würde sagen, wir fangen sofort an und zwar gucken wir uns einfach mal das White Paper an. Steppen ist eine Lifestyle-App, die euch einfach dazu bewegen soll, bewegen passt eigentlich ganz gut, dass ihr ein bisschen außen an die frische Luft geht, euch ein bisschen mehr bewegt und damit ein bisschen GST verdient. Also das GST ist der Coin, den ihr euch dann auszahlen lassen könnt, den ihr dann auch für, wenn ihr ein bisschen rumgelaufen seid, einfach erhaltet. Im Endeffekt ist es ganz easy, ihr ladet euch die App im App Store runter oder Android, je nachdem, was ihr für ein Phone habt, meldet euch da an, erstellt eine Wallet. Und ihr braucht auf jeden Fall so einen Aktivierungscode, den ihr dann natürlich auch hier gewinnen könnt. Oder ihr, ich glaube, 1000 Codes werden am Tag auf einer bestimmten Website, werden da freigeschaltet. Müsst ihr aber nach eigener Erfahrung, also wir waren da auch selber ein bisschen am Campen, sage ich mal. Die gehen sowas von schnell weg, aber es gibt auch noch eine Telegram-Gruppe von denen. Packen wir euch alles unten in die Videobeschreibung rein. Aber wie gesagt, da müsst ihr sehr, sehr schnell sein. Ansonsten ist es echt übersichtlich, App ist übersichtlich, easy angemeldet. Bis halt auf diesen Code, da ist es echt schwer ranzukommen, vor allem in so einer frühen Hype-Phase im Endeffekt. Ist halt gerade noch in der Beta-Phase, deswegen. Richtig, Beta-Phase liegt auch noch vor, aber nach unseren Erfahrungen läuft das alles flüssig, es hat alles bisher geklappt, deswegen haben wir gesagt, okay, wir stellen euch auch das Projekt vor. Gut, dann kommen wir mal gleich zu den Spielmodi. Im Endeffekt gibt es bisher eigentlich nur einen Solo-Modus, aber soll es nicht nur eigentlich heißen, sondern es läuft flüssig. Ihr kriegt, ihr müsst euch Sneaker halt holen, dann lauft ihr ein bisschen damit, ich glaube 5 bis 10 Minuten oder sowas waren es, ne? Kommen wir dann auch noch. Genau, also pro Energie 5 Minuten. Und das pro Energie 5 Minuten. Der Sneaker-Anzahl, da kommen wir noch drauf. Genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ihr müsst eigentlich nur GPS anhaben und die App momentan, kommen wir aber dann auch nochmal drauf zu sprechen, momentan noch offen haben. Das heißt, ihr lauft, habt die App dann die ganze Zeit in der Hand, beziehungsweise das Handy, GPS muss an sein und Handy auf jeden Fall. Also die App muss offen sein. So, dann, was noch in der Entwicklung ist, wir sehen, okay, Beta-Phase, es kommt noch mehr, Marathon-Modus ist noch in Entwicklung, wo dann wöchentliche Marathons, monatliche Marathons und sowas stattfinden. Da müsst ihr dann zum Beispiel GST oder GMT dann locken. Die werden euch aber dann, ist zumindest so in dem White Paper hinterlegt, dass die euch danach wieder gut geschrieben werden. Das ist dann hier diese Registrierungsgebühr, aber wie gesagt, das ist alles noch in Arbeit. Und dann wird es noch einen Hintergrundmodus geben, weil ich habe ja gerade gesagt, momentan müsst ihr die App noch offen lassen komplett, also das heißt, ihr dürft die nicht im Hintergrund laufen lassen, aber auch das ist in Bearbeitung und finde ich dann auch relativ wichtig. Also die ganze Zeit immer die App offen zu lassen, ist dann auch vielleicht ein bisschen nervig, wobei auch wenn es nur 5 bis 10 Minuten zu laufen sind, dann kann man das schon mal machen, ist nicht viel Aufwand. Also da lauft ihr halt ein bisschen, habt die App offen, fertig. Genau, mehr ist es eigentlich nicht und deswegen kommen wir jetzt gleich zu den Turnschuhen und da überlasse ich das Wort an euch. Genau, also Turnschuhe, es handelt sich ja da so um Sneaker-NFTs quasi und die haben 4 Attribute. Zeigen wir auch dann bei uns nochmal im Video, wie das in der App dann aussieht. Aber grundsätzlich gibt es die Attribute Effizienz, Glück, Komfort und Resilienz. Was bedeutet das jetzt? Der Effizienzwert sagt aktuell aus und das ist eigentlich der wichtigste Wert aktuell, weil der sagt eben aus, wie viel GST verdient ihr pro gelaufene oder pro verbrauchter Energie. Und da
da aktuell der GST-Kurs über dem GMT-Kurs ist, ist es natürlich sehr, sehr attraktiv. Und GMT kann man erst ab Level 30 verdienen. Das heißt, es ist noch für sehr, sehr viele sehr, sehr weit weg. Das heißt, GST sagt über die Wirtschaftlichkeit mehr oder weniger was von eurem Schuh aus. Das heißt, das ist aktuell wirklich der Hauptpunkt. Dann Glück sagt aus, es ja, gibt so Mystery-Boxen. Ich glaube, erst ab Level 10 können die überhaupt gedroppt werden. Und wenn man irgendwie 2 oder 3 Energie am Stück verbraucht, das heißt, da gibt es schon mal sehr, sehr viele Bedingungen. Und es ist eben auf Glück basiert. Das heißt, Glück unserer Meinung nach jetzt erstmal, ja, eigentlich das unwichtigste Attribut, das gibt. Dann gibt es noch Komfort. Und das, wie eben schon angesprochen, Level 1 bis 29 kann man GST verdienen. Ab Level 30 hat man die Wahl zwischen GST und GMT. Dann, das heißt, ihr könnt auch den GMT-Token dann auswählen, dass ihr dadurch bezahlt werdet. Und das kann eben dann später mal eben ja, attraktiv werden, wenn eben der GMT-Preis höher ist als der GST-Preis. Das geht eben, oder der Verdienst misst sich dann eben an dem Komfortwert. Genau, und dann gibt es noch die Resilienz. Euer Schuh verliert pro Verbrauch der Energie dann immer etwas an ja, Leben, wenn man es so sagen will. Und die Resilienz schreibt halt einfach vor, wie teuer es ist, den Schuh wieder zu reparieren. Und wenn die natürlich ganz unten ist, dann könnt ihr so viel GST erlaufen, wie ihr wollt, dann fressen euch die Kosten auch auf. Das heißt, der Wert aktuell der zweitwichtigste neben der Effizienz. Genau, dann gibt es verschiedene Sneaker-Typen. Einmal die Gehhilfe auf Deutsch, Jogger, Läufer und Trainer. Das heißt Walker, Jogger, Runner und Trainer auf Englisch. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr im ehrlich zu euch selbst seid. Also wir kommen später nochmal bei unserem Video drauf. Man kann das System auch ein bisschen austricksen. Aber beim Walker kriegt man nur GST, wenn man sich zwischen 1 und 6 km/h fortbewegt, beim Jogger zwischen 4 und 10, beim Runner zwischen 8 und 20 und beim Trainer eben zwischen 1 und 20. Deswegen ist das auch der attraktivste Schuh. Rechts seht ihr dann noch die Verdienstmöglichkeiten. Das heißt, beim Runner verdient man sogar am meisten, weil es halt eben am unbequemlichsten ist. Sind auch beim Runner aktuell die Runner immer die günstigsten, weil es halt eben am unbequemlichsten ist. Quasi. Theoretisch. Theoretisch. Kommen wir später noch drauf. Genau. Dann gibt es noch die Sneaker-Qualität und das sind quasi ja, eure Attribute, die wir vorher vorgestellt haben, die 4. Bei verbreiteten Schuhen, das heißt, das ist das, was eigentlich 95% wahrscheinlich der Leute oder 99% der Leute betreffen wird, weil umso seltener die Schuhe, umso teurer sind die. Also ungewöhnliche Schuhe, glaube ich, zwischen 40 und 100 Solana. Ist wirklich geisteskrank. Und da sind die Startattribute zwischen 1 und 10. Bei den ganzen anderen Sneaker-Attributen, also ungewöhnlich selten, episch und legendär, seht ihr unten, sind die alle natürlich etwas höher, aber natürlich auch mit sehr, sehr viel höheren Schuhkosten verbunden. Und dann gibt es noch, ja, wenn man den Sneaker eben auflevelt, funktioniert durch GST und bei paar Stufen, ich glaube 5, 10, 20 und dann eben 29 und 30, muss man auch nochmal einen gewissen GMT-Betrag dazu zahlen. Und die Levels sind auch immer erhöht mit erhöhten Kosten ja eben verbunden. Ansonsten ist auf Level 1 ein GST, auf Level 2 2 GST, auf 3 3 und so weiter. Und pro Level-Up kriegt man eben bei verbreiteten Schuhen 4 Attributspunkte, die man eben verteilen kann, beliebig. Und da gibt es auch so einen Sneaker-Guide, sage ich jetzt mal. Link packen wir dann in die Videobeschreibung. Der spuckt euch aus, was aktuell am effizientesten ist, was ihr leveln sollt, damit ihr am meisten GST verdient. Genau. Und dann gibt es noch so Sockelsteine, zeigen wir euch später auch in der App. Die schalten sich auf Level 5, 10, 15 und 20 frei. Und da könnt ihr dann so Edelsteine reintun und die boosten dann eben nochmal zusätzlich die bestimmten Werte. Aber da geht der Nico dann später nochmal genauer drauf ein. Und genau, dann ist noch eine Sneaker-Anpassung eben geplant, dass man eben ab Level 30 dann das anpassen kann. Aber das ist alles noch in der Entwicklung. Wie gesagt, wir sind in der Beta-Phase. Und was sehr, sehr wichtig ist und was uns auch letztendlich noch dazu überzeugt hat, dass wir eben sagen, ja, okay, wir probieren das aus. Sneaker mit Co-Branding, das heißt, Top-Sneaker-Marken sind da auch drinnen, wie ASICS beispielsweise. Und auch Binance ist damit verpartnert. Das heißt, das ist einfach für uns ein Zeichen, okay, hier handelt es sich nicht mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit um einen Scam, wie bei sämtlichen anderen Projekten, die halt einfach keine solchen großen Partner eben ja, am Start haben. Genau, dann würde ich das Wort eigentlich direkt an Nico weitergeben. Ich würde nochmal ganz kurz einsteigen. Das ist auch so ein Punkt, sage ich mal, weil es gibt momentan, was jetzt schon aufgefallen ist, es gibt jetzt, glaube ich, schon Fifth und sowas, es gibt schon viele Nachahmprodukte, wo dann aber zum Beispiel kein White Paper und sowas drauf ist, ne? Also wo keine richtigen Partner dahinter stecken. Also damit wäre ich vorsichtig, das war auch der Grund, warum wir uns dann für Steppen. Es hat sich schon Namen gemacht, es klingt alles legit, trotzdem ist natürlich, ist es alles hier keine finanzielle Beratung oder sonst was, ne? Wir stellen euch das Produkt vor. Ich würde jetzt auch nicht an eurer Stelle hier all in reingehen oder sowas, ne? Wir kommen dann auch nochmal zur Chartanalyse und sowas.
passt da einfach auf, wir stellen euch das Projekt vor und achtet vor allem auf irgendwelche Nachahmer. Guckt euch das White Paper an, guckt euch an, was da für ein Team und sowas dahinter steckt und sowas. Ja. Das nur nochmal so am Rande. Und jetzt würde ich sagen, Nico, genau, dein Part. Kann noch kurz einsteigen. Deswegen haben wir uns auch zu dritt entschieden dazu. Einfach das Risiko wird auf 3 verteilt. Und genau, alles, was hohen Return zurückbringt, hat immer hohes Risiko, das ist ganz klar. Richtig. Ja, gerade, weil aktuell die Preise ja auch relativ hoch bei den Schuhen sind. Ich glaube, es geht los bei, was waren es, 1.200 Euro oder sogar noch mehr jetzt aktuell. Genau, jetzt mittlerweile wieder. Die waren ja schon extrem hoch bei 1.600, 1.700. Ja, deswegen da Risiko zu minimieren, ist auf jeden Fall, glaube ich, keine falsche Herangehensweise. Ja, genau, Edelsteine und Steckdosen haben sie es jetzt hier genannt. Oder, also es ist an sich eigentlich Sockel, das jetzt, weil wir die Seite eben auf Deutsch fürs Bessere erklären, umgestellt haben. Aber an sich, das grundsätzlich hat ja Moritz eben schon erwähnt, an sich geht es darum, man hat an einem Schuh sind immer 4 Sockel, wo eben 4 Edelsteine theoretisch reingehen könnten. Die würden aber erst nach einem bestimmten Level halt eben freigeschaltet, sprich ab 5, ab 10, 15 und 20, genau, werden halt eben die Sockel dann eben freigeschaltet und da kann man dann halt einen Edelstein platzieren, der wiederum zum Beispiel jetzt, wir hatten ja eben die 4 Attribute, Effizienz, Glück, Komfort und Resilienz. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Effizienz, ja, Edelstein hat, den man dann da eben auch rein macht in diese Steckdose beziehungsweise eben in den Sockel, boostet es natürlich die Effizienz. Auch möglich, dass man natürlich die Edelsteine auch levelt. Dadurch würde ja der prozentuale Anstieg dann von dem Attribut halt auch ansteigen. Ja, sonst ist hier, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Also nicht, genau, man kann sie halt eben leveln, wird aber immer teurer. Man braucht beispielsweise, wenn man 3 Effizienz-Edelsteine hat, auf Level 1, um auf Level 2 zu gehen, eben 3 Stück. Und dann hat man danach nur noch einen Level 2 Effizienz-Edelstein, genau. Ja, und das ist ja nicht mal zu 100%. Also das genau, ist ganz genau. Das ist gerade bei den unteren Levels, ich glaube, bis von 1 bis 4 oder 5, und wir sind bei 4, 5, das kostet dann schon richtig viel, da die Edelsteine zu leveln. Deshalb, ja, genau. So viel auf jeden Fall erstmal zu den Edelsteinen und Sockeln. Schuhminting schauen wir uns später im zweiten Teil an. Deswegen gehen wir noch ganz kurz auf die wichtigsten Systeme ein. Erstmal das Energiesystem. Da ist es letztendlich so, also hat man ja vorhin schon erwähnt, man verläuft in 5 Minuten eine Energie. Und theoretisch hat man je Schuh eine Energie am Tag. Also alle sechs Stunden werden halt eben 25% der Energie aufgeladen. Sprich, man kann alle 6 Stunden 0,5 Energie. Genau, verwenden. Ganz genau. 0,25 Energie verwenden. Da gibt es aber auch einen Trick. Ich glaube, das erklären wir dann auch bei uns, weil wir da eben auch... Wie man wenn man nur 1-2 Sneaker hat, eben die 2 Energie, die man eigentlich nur hätte, ein bisschen aufpushen könnte. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall, wenn man einen Sneaker kauft, hat man erstmal 2 Energie-Caps. Wie es jetzt hier nennt, sprich, du bist da an der Obergrenze. Wenn man jetzt theoretisch 2 Tage nicht läuft, hat man halt eben diese Obergrenze erreicht, dann ist die eben, bei 2 Energie-Obergrenze, 2 Energie-Caps, wenn sie jetzt hier. Genau. Theoretisch, wenn man einen normalen, gewöhnlichen Sneaker hat, hat man halt eben diese 2 Energie-Caps. Und hätte man jetzt, es gibt auch ungewöhnliche Sneaker, es gibt da eben diese verschiedenen Sneaker-Arten. Hat man einen ungewöhnlichen, besitzt man nochmal plus 1 Energie-Cap mehr, sprich, da hat man 3. Und auch an sich, wenn man mehr Schuhe besitzt, hat man da eine höhere Obergrenze. Ja, so viel erstmal zum Energiesystem. Dann gibt es das Quest-System. Das ist aktuell noch in Entwicklung, da gibt es noch nicht wirklich viel zu sagen, aber wie es aussieht, ist es eben so, dass man tägliche Quests hat mit festen Belohnungen eben. Gibt auch wöchentliche, wo halt eben noch mehr Quests freigeschaltet werden, wenn man denn die erfolgreich abschließt. Gibt auch eine monatliche, wo man dann eben Tokens, also eine Tokenbelohnung erhalten wird. Und wahrscheinlich wird es auch eine Holiday-Quest geben, wo dann eben ein spezieller NFT-Sneaker gedroppt wird. Welcher das ist, weiß man jetzt noch nicht, kann sich natürlich auch noch ändern, aber das ist jetzt auf jeden Fall der aktuelle Stand. So soll es mal werden. Und dann noch ganz kurz zum Schluss eben das Anti-Cheating-System. Das kann man auf jeden Fall gleich mal vorweg auch einigermaßen umgehen. An sich basiert es auf 3 Mechaniken. Wir haben einmal das GPS-Tracking an sich, sprich, bewegst du dich mit zu viel Geschwindigkeit oder zu niedriger Geschwindigkeit, dass man halt eben auch, muss ja einen bestimmten Speed halt eben drauf haben, dass das überhaupt losgeht, gerade wenn man zum Beispiel den Runner hat. Da ist es definitiv wichtig, auch einen Bewegungssensor gibt, sprich, wenn man das jetzt irgendwie
ja, nicht wirklich bewegt oder keine Laufbewegungen gerade macht, dann ist man da eben in diesem Moonwalk-Modus und da verdient man eben kein Geld. Also sprich, da erkennt das System, dass man eben sich nicht selbst bewegt und das ist halt eben eigentlich der Sinn hinter dem Ganzen. Ja, sonst gibt es hier noch das maschinelle Lernen zur Erkennung von Betrug durch Datensimulation. Ist eigentlich letztendlich die ersten beiden Punkte eigentlich nochmal auf den Punkt gebracht. Es geht einfach darum, wenn man dass das System halt erkennt, ob man denn läuft oder nicht, sprich GPS-Tracking und halt Laufbewegungen. Ja, sonst gibt es auch beim Anti-Cheating-System eigentlich erstmal nichts mehr zu sagen. Habt ihr da noch irgendwo was hinzuzufügen? Also eine Sache noch, ist dieser Emissionsausgleich. Steppen spendet seinen Gewinn zur Bekämpfung des Klimawandels über Burn Carbon Credits. Heißt, es wird gleichzeitig nicht nur was, ihr tut was für euch, sage ich mal, sondern es wird auch was für den Klimawandel. Wen das Argument, sage ich mal, noch mehr überzeugt, damit ist es genannt. Wie gesagt, wie viel Geld haben wir jetzt damit verdient? Dazu kommen wir auf jeden Fall dann bei euch im Video drauf zu sprechen. Wir gucken uns gerade nochmal ganz kurz CoinMarketCap an. Momentan ist der Coin bei $5.22, ist aber momentan sehr volatil. Also ihr seht hier, wir waren kurzzeitig mal bei, ich glaube, knapp $10 oder $9 waren wir hier oben. 59. Ja, 59. Kurzer Abverkauf, knackig, gab es aber auch eine Änderung. Ansonsten die Exchanges mittlerweile auf relativ vielen gelistet. Huobi, Coinbase, Bybit, Gate.io, KuCoin, Maxi und sowas. Also die gängigsten Börsen haben das mittlerweile. Dann noch kurz zum Abschluss, schauen wir uns einfach mal ganz kurz die Chartanalyse an. Also ihr seht hier diesen Pump in Richtung $9.45. Bei Huobi haben wir jetzt einfach mal den Chart gemacht. FIP-Level ganz kurz gezogen. Ihr seht auch hier, wir haben hier eine kleine Ineffizienz im Markt. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall nochmal das Golden Pocket anlaufen bis ungefähr $7.30 bis $7.50. Das ist dann auch so, wo wir persönlich sind ja schon ein bisschen eher hier drüben in diesem Bereich. Also wir sind auf jeden Fall schon im Gewinn. Trotzdem wäre das für mich so eine kleine Gewinnmitnahme hier oben einfach mal reinzumachen. Klar, es ist ein neuer Coin. Wir haben eine Market Cap momentan von ungefähr 17 bis 20 Millionen, also wirklich Low Cap hier, wo man dann einfach auch selber sagen muss, okay, man nimmt einfach mal Risiko raus und danach kann man es laufen lassen, solange man oder wenn man seinen Einsatz dann wieder drin hat. Trotzdem, es ist ein Low Cap. Es ist, sage ich mal, einerseits viel Risiko dabei. Es besteht aber auch riesen Potenzial im Endeffekt bei solchen Low Caps. Wie immer. Wie immer halt. Und das war eben das Argument, okay, warum wir gesagt haben, wir entscheiden uns jetzt für das Projekt. Wie viel haben wir jetzt verdient? Dazu kommen wir dann in eurem Video drauf zu sprechen. Auch zum Schuhminting, was ja auch sehr, sehr, da kann man auch nur durch Strategie mit Schuhminting komplett Kohle verdienen. Also auch sehr, sehr interessantes Thema. Richtig, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sag ich mal, da seinen Profit rauszuschlagen, was wir jetzt gemacht haben, was es noch für Möglichkeiten gibt. Das erklären wir euch jetzt bei den Jungs bei Trading on Air auf dem Kanal. Einfach dann hier, je nachdem, wo es jetzt dann ist, einfach auf den Link klicken, beziehungsweise auf das nächste Video. Wir bedanken uns. Viel Spaß mit Teil 2. Genau. Und wir hören uns dann gleich wieder. Wir hören uns dann gleich wieder und es gibt jetzt dann wahrscheinlich wöchentlich immer Updates. Wie viel haben wir gemacht? Was gibt's Neues? Wenn ihr Bock habt und so einen Schuh, sag ich mal, gewinnen wollt, beziehungsweise so einen Code, wie gesagt, Abo da lassen auf beiden Kanälen, Like da lassen auf beiden Kanälen und einen Kommentar. Tut nicht weh, unterstützt uns. Hashtag Steppen. Hashtag Steppen. Dann seid ihr in der Verlosung dabei. Je nachdem, auf was ihr Bock habt. Seid dabei und wir hören uns gleich wieder und deswegen ciao, ciao. Stay crypto. Ciao, ciao. Nice, ciao, ciao.